Mahlzeit. Ja, Mahlzeit, genau, gell, dort. So ein Zeug mit dem Nachbarspätzle, ja, geht's noch. Genau, geht's ja bis zum Essen. Wie geht's ja bis zum Essen? Ja, können wir jetzt die Flädlau ein bisschen netter ins Teller nehmen? Was tust du jetzt? Damit will ich mir mal trinken, der Löffel essen. Jetzt essen zu. Hättest du Hunger? Nein, der hat nichts. Da bin ich wieder gespannt, weißt du, Flädle können wir mitkochen. Das hat sie noch gar nie kennen, da ist irgendwie irgendetwas. Aber du, wenn es Flädle geht, sage ich irgendwie, meine Frau kocht schon gut, aber ich kann es halt nicht essen. Da bin ich gespannt, was heute wieder ist. Halt dein Maul, fällt ja jetzt wieder raus. Hat euch irgendein Haus dort eingeschnitten? Gar nichts in der ersten Flädle. Die haben einen ganz komischen Geschmack. Das ist eine wunderbare Flädle. Die haben einen ganz komischen Geschmack an die Dinner. Die haben einen komischen Geschmack. Schlupf's Nahen, euch auch gut. Aber so gut sind sie noch selten gewesen. Warte, hast du irgendwas hast du nicht geschnitten in die Flädle? Gar nichts habe ich nicht geschnitten. Echt Eier habe ich nicht, auch. Die sind neben dem Frieden. Lass die Flädle jetzt damit mal beschaffen. Da hast du den Schluck doch. Hast du dein Spiellumpen bei dir Flädler nicht geschnitten oder was hast du da? Ja, für das bisschen Haushaltsgeld, was ich habe, da kannst du keine Seite nicht unterweg verlängern. Das ist doch die Flädler. Nächstes Mal schneidest du vor die Hände noch neu. Und wie haben wir es denn? Du kannst selber essen, ich fress nicht deine Spielung. Es ist mir egal, wenn du jetzt isst, dann kriegst du die morgen wieder. Mit meinen Zehen habe ich gar nichts, mit deinen alten Lumpenhaus. Übrigens, so die auch mal wieder zum Zahnarzt. Zu was? Na, zur Kontrolle. Du hast doch ein Gebiss. Ja, Herrschaft, das muss man auch einmal wieder kontrollieren lassen. Ja, zu was? Ob's noch gut sitzt, das lottert doch. Siehst du das wieder? Man lottert sie mal drin. Ja, hast du mal den Marsch, oder noch was? Dann lass mal sehen, weißt du, vielleicht kannst du rauslegen, noch können wir selber richten. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Woher? Du hast schon die letzten 50 Jahre eine lause Gosch gehabt. Ich meine, so kein Pepper, wie hat jetzt schon 50 Jahre ein Gebiss? Ja, guck auch, was ich sage. Kein Mensch hätte es ja. Geil, so guckst du mir. Weißt du, ich sag dir, alles ins Maul rein, guck ich dir selten. Ja, du guckst mir sowieso recht selten. Ja. Du hast meinen Zahnarzt ändern, Kerli. Der guckt mir wenigstens noch genauer. Ja, genau, der hat es ja auch leichter. Wegen was hat es der leichter? Ja, der kriegt ein Geld dafür. Du wirst auch dem Zahnarzt nötig sein, um das bisschen Geld, oder? Dem Zahnarzt nötig sein, um Himmels Willen neu. Der muss ja jedem in den Gosch reinlegen. Ich sag dir alles, der darf sogar Gefahrenzulage der kriegen. Wieso das? Vor allem bei Weiber über 60. Warum gerade bloß bei den Weiber? Je weniger Zähne in den Gosch haben, umso bissiger werden sie. Weißt du was? Wer so wie du Bildungs- und Zählungen hat,
Der sollte am besten das Maul halten. Ja, gell? Genau, das wäre das Ellerbeste. Weißt du was? Das ist das Ellerbeste. So machen sie auch, genau. Genau, das hätte ich auch, wenn ich die wäre. So machen und nicht die ganze das. Zeit um einen. Ja, genau. Aber du hast jetzt noch, gehst jetzt du, ne? Ich habe noch gegangen jetzt und tue meine Bildungsliga füllen. Na ja, freilich. Was wieder ein Hirschnagel und ein Bierkrug füllen? Ja, freilich. Bist du zufrieden? Baby sagt alles, wer zufrieden ist, der hat seine Ruhe. Du brauchst ja bloß in der Weile umeinander maulen. Dann hättest du deine Ruhe. Ja, ja, ich... Ab neun gehst du mal ein bisschen Spiel umeinander. Baby sagt, ich sag dir nochmal alles, wer seine Ruhe hat, ist noch lange in zufrieden. Ja, ja, also, Pierre, die Gott, noch gehe ich jetzt gerade noch mal einen Hirschnuff geschwind. Ja, ich war schon jetzt so in Hirschnuff. Ah, kann ich doch geschwind dann auflaufen, mich sieht doch keiner. Du hast doch jetzt so durch den Flügel laufen, ja. Lachen doch gleich. Wieso soll die lachen? Weil der Hosenladen aufhört. Das ist doch mir egal, lass doch die Leute lachen, das ist doch mir egal, was die Leute glauben. Freilich, lauf doch, doch zu. Ah, natürlich wenn mache der das. Vogel her ist, kann der Käfig offen bleiben. Ja, hab er das zu dir auch schon mal gesagt, wenn der Vogel ist? Ah, ja, der wird das sagt man doch zu dem Mann. Mach jetzt den Hosenladen zu. Wieso? Heutzutage wird so viel gestohlen.